So Leute, und weiter geht's mit einem weiteren Video zu Battle of Dazar Alor. Dem neuen Raid, seit gestern ist er draußen. Und da es relativ wenig gute deutsche Guides gibt, machen wir heute mal mit dem zweiten Boss weiter. Gronk. Ich denke da immer gleich an Gronk. Na, das ist für uns Deutsche natürlich einfach unser Lieblings-YouTuber. Klar. So, dieser Kampf ist sehr, sehr einfach. Das hier ist NHC. NHC ist ja fast genau gleich, aber ähm, natürlich hat Gronk ein bisschen mehr Health und deswegen ist der Kampf ein bisschen schwieriger. Es gibt ein paar ganz kleine Sachen zu beachten und die werde ich, auf die werde ich kurz eingehen und dann geht es ich, gleich los und dann könnt ihr das ganz entspannt machen. Ganz kurz nur. Ich kann das nur aus Sicht von Fernkämpfern, in diesem Fall spiele ich es mit meinem Shadow Priest und auch aus Sicht meines Heilers zeigen. Die Tanks haben nochmal ein paar Sondersachen, und dadurch, dass er Kombinationen macht, die kann ich leider nicht zeigen, weil ich keinen Tank auf dem Level spiele. Also fangen wir gleich an. Ganz kurze Sache dazu natürlich noch, damit ihr Bescheid wisst und euch nicht wundert. Wenn ihr Allianz spielt, spielt ihr als zweiten Gegner erstmal die Jadefire Masters und dann kommt ihr zu Gronk, während die Horde beim zweiten Boss Gronk eben schon hat. Der sieht auch ein bisschen anders aus, weil er eben in diesem Fall von den verschiedenen Fraktionen verschieden bearbeitet wurde. Aber grundsätzlich sind die absolut gleich die Bosse, deswegen... Ist das für mich, weil ich Horde-Spieler bin, der zweite Boss, aber für euch, wenn ihr Allianz seid, der dritte Boss. Aber natürlich mache ich Jade Fire Masters auch noch ein Video zu. Sobald ihr den Kampf beginnt, wird Gronk immer wütender. Das ist auch seine Hauptaufgabe sozusagen. Er ist super wütend und baut die ganze Zeit den Wut-Counter auf. Bei 100% Wut macht er einen Wutanfall. Dieser Wutanfall ist tödlich für den Raid, weil er nämlich für 25% Wut immer einen Schlag macht, der raidweiten Schaden verursacht. Glücklicherweise gibt es eine Möglichkeit, diesen Wutanfall früher auszulösen, sodass er nur ein oder zweimal schlägt. Man sollte es so machen, dass man unter 50 also zwischen 50 und 75 geht auch noch, aber es für die Heiler ein bisschen Mist. Deswegen sollte man das so um die 50 einfach mal den Wutanfall auslösen, dann macht er nur ein oder zwei Schläge. Das ist sehr, sehr wichtig. Das kann man dann auch wegheilen. Ich würde euch empfehlen, so wie ich, eine Weak Aura zu installieren. Ich habe für das ganz, ganze Battle of sala Lore ähm, eine, ja, eine ganz nette Custom Weak Aura. Die packe ich auch unten in die Description für die Puristen unter euch. Ihr könnt das bestimmt auch anders zählen, ähm, aber es ist halt einfacher mit einer Weak Aura aber wie löst ihr denn jetzt so einen Wutanfall aus, obwohl er noch gar nicht auf 100% ist? Es gibt diese Ads, die hier an der Seite zu sehen sind. Diese Ads müssen sofort gesilenced werden, müssen sofort unterbrochen werden, weil sie sonst nämlich Wut auf den guten Gronk channeln und dann geht es noch schneller, aber sobald die sterben, fliegt bei denen ein Kern raus, ein Wutkern sozusagen und sobald der benutzt wird, kriegt der liebe Gronk einen Wutanfall ein sehr Wutanfall ihr seht ja jetzt hier gerade diesen Kern der wird dann von einem Spieler aufgenommen und auf dem lieben Gronk benutzt und dann wird sofort automatisch der Wutausfall ausgelöst zusätzlich schießen noch Flieger der Allianz von oben oder eben von der Horde, in dem Fall, wenn ihr Allianz spielt, Raketen auf einzelne Spieler ab. Da seht ihr, dann bleibt dann so ein, eine Fläche unten auf dem Boden. Einfach weggehen. Wichtig ist aber, bleibt nicht zu lange und zu weit weg von anderen Leuten. Denn es gibt noch eine andere Geschichte. Das bedeutet, ein Vier, in dem Moment, wo ihr nicht in der Nähe von jemand anders steht, wird, werdet ihr gefiert Und dann kann es einfach sein, dass ihr automatisch in diese Flächen reingeviert werdet. Das könnt ihr dadurch verhindern, indem ihr immer neben jemanden steht. Und wenn dann halt eine Rakete kommt, müsst ihr rausmoven. Das ist in NHC ganz, ganz einfach. Aber in HC geht es auch noch. Ich kann mir nicht vorstellen, wie hart das wird in Mythic. Jetzt habt ihr gerade gesehen, ich habe drin gestanden und habe trotzdem zu überlebt. liegt natürlich auch an den guten Heilern und ich bin ein ziemlicher Movement-Krüppel. Jetzt seht ihr, und das ist ganz wichtig, ab 40 Prozent ungefähr wird die Art wie er, bzw. die Geschwindigkeit, in der er Wut generiert, geht einfach schneller. Das bedeutet, ihr müsst in dem Fall Blut, äh, Bloodlust, Heroism, Time Warp, also so einen Effekt ziehen im, im Raid, damit ihr ihn schnell down kriegt. Wenn ihr zu wenig Damage habt, kommt er irgendwann zu 100% Wut und dann war es das auch und dann könnt ihr das nicht überleben. Ich würde jetzt ja gern sagen, dass es noch mehr gibt bei diesem Kampf, aber das war's eigentlich. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr als Fernkämpfer nicht zu nahe an den Ads steht. Das haben bei uns immer die Melee-Klassen, also die Nahkampfklassen, gemacht. Die haben dann auch gleich das Ding aufge... Den, diesen Kern aufgepickt und sind dann wieder zurück zu ihrem Platz. Und in dem Moment, wo sie bei 50% gesehen haben, okay, alles klar, erst bei 50% haben sie die benutzt. Und dadurch ist das ganz, ganz einfach. Die Fernkämpfer können im Endeffekt einfach durchballern. Habt ihr ja gesehen jetzt bei mir. Und ja, und das war Gronk. Der einfachste Boss eigentlich. Ähm, Champions ist einfach. Ähm, also der Paladin ist einfach. Und als nächstes geht es mit den Jade Fire Masters weiter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich würde mich natürlich über ein Abo freuen oder über ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Kommentiert gerne, wenn ihr noch weitere Custom Week Auras braucht, ob ihr noch weitere Erklärungen braucht. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, tschüss.